Jan, es sah heute von draußen aus, als hättet ihr richtig Spaß, heute richtig viele Punkte zu machen. War es auch so? Ja, viele Punkte zu machen macht immer Spaß, klar. Aber es ist trotzdem, Hagen ist eine sehr gefährliche Mannschaft. Wir wussten von vornherein, dass sie sehr schnell spielen, sehr viele Würfe nehmen, dass wir heute echt rennen müssen, uns konzentrieren müssen, aber zum Glück haben wir es geschafft. Wie groß war der Stein, der Brocken, der vom Herzen gefallen ist, dass man jetzt dabei ist bei den Playoffs, dass man sich qualifiziert hat, dass man jetzt noch zwei Spiele hat, bei denen man natürlich trotzdem gewinnen sollte für den vierten Platz, aber trotzdem mit dem Gefühl hat, jawohl, Playoff-Ticket ist in der Tasche. Ja, du sprichst es an. Also ich glaube, Playoffs ist absolutes Minimalziel gewesen diese Saison. Und wir konzentrieren uns auf den vierten Platz. Wir wollen Vierter werden. Wir wollen Heimrecht haben. Und ja, von daher war das heute auf jeden Fall ein Spiel, das gewinnen werden musste. Die wichtigste Frage, wir beide haben schon wieder alles falsch gemacht, uns nämlich vor diesem Spiel nicht wie Andy Wagner komplett rasiert. Ab wann muss der Bart stehen gelassen werden oder bleibt er ab heute bis zum Ende, bis hoffentlich zur Meisterschaft dann stehen? ja, keine Ahnung, müssen wir innerhalb der Mannschaft nochmal drüber reden, wie wir das machen, ob wir dann einen Termin haben, wo es nicht mehr geht. Gucken wir mal, wie wir uns in den nächsten Tagen entscheiden. Dann sehen wir mal. Kurze Frage an Andy Wagner. Wir haben uns ja vor dem Spiel unterhalten. Du hast gesagt, wie wahnsinnig schwer Hagen zu spielen ist, weil die ja teilweise, ich wollte schon mein Auto wegfahren, weil ich dachte, die werfen von so weit draußen, das gibt's ja nicht. Ergebnistechnisch sieht es einfach aus, aber wie schwer war es denn wirklich, weil die haben ja irre, wie viel Dreierversuche, die hatten, ich glaube, allein in der ersten Halbzeit über 23, das hat man hier, glaube ich, noch nie im Audidom. Ja, richtig. Nein, ich denke, das ist ein ganz gefährliches Team und man sieht es, in den letzten 10 Spielen haben sie 7 gewonnen. Sie haben gute Mannschaften geschlagen, Berlin, Bamberg, Oldenburg und deswegen waren wir gewarnt. Aber ich denke, die Mannschaft hat es sehr gut gemacht. Wir haben sehr gut nach hinten gearbeitet, haben keine einfachen Würfe zugelassen und das war der Schlüssel zum Erfolg heute. Noch sind es 2 Spiele. Alba Berlin, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, leider mit einem Punkt Unterschied gewonnen gegen den MBC. Jetzt geht's nach Ludwigsburg. Wie will man da die momentane, ich sage jetzt mal so, etwas Schwierigkeiten in der Fremde hat man aktuell. Wie will man das in Ludwigsburg beheben, für die es ja nochmal um alles geht gegen den Abstieg? Ja, ist richtig. Ludwigsburg hat heute gewonnen. Das heißt, die haben eine große Chance, noch in der Liga zu bleiben und werden natürlich alles dafür tun, um uns zu schlagen. Aber wir wissen auch, wir müssen die letzten 2 Spiele gewinnen, um den vierten Platz zu holen. Das ist unser Ziel. Wir wollen Heimrecht behalten. Und da gibt es nur eins, nach Ludwigsburg zu fahren, kämpfen bis zum Umfallen für 40 Minuten. Stefan, deine Fragen bitte an Andreas Wagner und Jan Jackler. Herzliches Grüß Gott natürlich auch von meiner Seite und natürlich einen herzlichen Glückwunsch. Also unter 100 macht es nicht gegen Hagen, oder? Ja, ich meine, Hagen ist eine Mannschaft, da ist klar, die spielen sehr schnell, wie ich schon gesagt habe, die nehmen viele Würfe, das geht einfach hoch und runter und wir sind natürlich auch eine Mannschaft, die Fastbreak spielen will und wenn 2 solche Mannschaften aufeinandertreffen, dann geht es meistens hoch her und ja, 220er ist schon eine Hausnummer. Die Playoffs stehen ja jetzt bevor und Playoffs ist ja eigentlich sozusagen, ja, das, ich denke, für jeden Spieler das Wichtigste. Gibt man da automatisch 25% mehr? Ist man da nochmal so richtig motiviert, der richtige Kick? Ist das bei dir auch so? Ja, Playoffs ist was Besonderes auf jeden Fall. Jedes Spiel ist extrem wichtig. Es gibt eigentlich keine Auszeiten mehr, keine Pausen mehr. Es wird grundsätzlich so gut wie jeden Tag trainiert. Jeden zweiten Tag ist ein Spiel. Wenn man so komprimiert auf so engen Raum so wichtige Spiele hat, ist es schon sehr wichtig, sich da zu kontrollieren, sehr wichtig, sehr professionell zu leben und sich zu erholen. Und ja, natürlich, wenn es dann losgeht und wenn man weiß, es geht um alles, dann sind die meistens noch ein bisschen mehr Tick und da, ja, so ob 25% mehr sind es, glaube ich, nicht, aber so ein paar Prozent kriegt man irgendwo noch her. Ein paar Prozent auf jeden Fall. Wir alle würden uns auf jeden Fall wünschen, dass dein Bart am Ende der Playoffs so ähnlich aussieht wie der von Dirk Nowitzki. Dann wären wir nämlich relativ weit. So, ich habe jetzt hier noch 2 Kids mit ein paar Fragen an dich. Julian. Wie bist du eigentlich zum Basketball gekommen? Ja, Basketball habe ich schon sehr früh angefangen, ich glaube mit 8 Jahren. Mein Papa hat immer ein bisschen gespielt und klar, da war man mit beim Training oder mit beim Spiel. Und dann hat man eben auch, ja, haben wir mit 8 auch angefangen, dann im Verein Basketball zu spielen in Berlin.
Dann möchten wir uns an dieser Stelle ganz recht herzlich bei euch bedanken, wünschen für die Playoffs alles, alles Gute, wie gesagt, auf dass du einen starken Bartwuchs hast und natürlich für die Nationalmannschaft in Zukunft auch toi toi. Dankeschön. Danke.